Hallo, ihr fabelhaften Zwillingegeborenen und Zwillinge-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop für den Oktober 2017. Ich bin eure Astrologin Antonia Langsdorf und führe euch durch die Konstellationen. Wenn ihr eine Beratung zu einer ganz persönlichen Situation braucht, stehe ich euch dafür gern zur Verfügung. Ihr könnt auf meinem Kundentelefon anrufen oder die Beratung direkt über meine Homepage buchen unter www.antonialangsdorf.com. Und die Infos dazu findet ihr, wenn ihr auf das kleine i hier im Bild klickt und natürlich unten in der Videobeschreibung. Mit etwas Glück könnt ihr 15 Minuten Beratung bei mir gewinnen. Und wie es geht, dazu mehr am Ende des Videos. Also bleibt dran. Lebensfreude, Flirt und Erotik kommen für euch im Oktober garantiert nicht zu kurz. Den ganzen Monat über habt ihr angenehme Planetenkräfte in Harmonie zu eurer Sonne, die für viel Spaß und Entertainment sorgen. Vor allem die Singles kommen auf ihre Kosten. Wer gebunden ist und Familie hat, muss sich auf gelegentliche Reibereien mit dem Partner oder den Kindern einstellen. Jetzt schauen wir uns die Sterne genauer an und wir fangen an mit dem Erlebnishintergrund, also den langfristig wirkenden Transiten. Und der wichtigste von allen diesen Monat ist natürlich Jupiter. Der geht ab dem 10. Oktober in den Skorpion, also damit hier aus dem angenehmen Aspekt zu eurer Sonne heraus und in euer sechstes Sonnenhaus der Arbeit. Das ist also vom rein vom Durchgang her sehr interessant, vor allen Dingen auch für die Zwillinge Aszendenten. Denn das bringt euch Verbesserungen im Job, Vertrauen der Vorgesetzten und Mitarbeiter, mehr Freude an der Arbeit, den Sinn im Job sehen. Ne? Das sind alles so Sachen, auf die man sich dann einstellen kann. Ihr werdet Erfolgserlebnisse haben. Das ist auch eine gute Zeit für gesundheitliche Maßnahmen. Ihr könnt einen guten Heiler finden. Alle Aufbaumaßnahmen sind gut, sowas wie Ernährungsumstellung. Das bringt auch eine bessere und schnellere Heilung von Krankheiten mit sich. Und es ist auch gut für neue Alltagsrituale, ne? Oder auch täglichen Abläufen einen neuen Sinn geben. Also so ein Beispiel dafür wäre, wenn ihr jeden Tag unter der Dusche steht, dann stellt euch vor, wie das Wasser mit positiven Energien aufgeladen ist und euch auch spirituell reinigt. Mehr über die mythologische und tiefenpsychologische Bedeutung dieses Aspektes erfahrt ihr in meinem Special Finde den verborgenen Schatz. So, jetzt schauen wir uns noch die anderen Aspekte an. Sehr wichtiger Aspekt, der euch schon lange beschäftigt, ist das Quadrat zu Neptun hier oben aus dem 10. Haus zu eurer Sonne. Neptun-Quadrat ist wirklich nicht so einfach, weil es wirklich so eine Verwirrung mit sich bringt. Das merken diesen Monat besonders die Geburtstagskinder, die vom 1. bis 4. Juni Geburtstag haben. Man kann so ein bisschen die Orientierung verlieren. Also bei euch kann das bedeuten, dass ihr nicht mehr so recht wisst, wo es in der Arbeit jetzt lang geht. Es kann auch eine Cheffigur sein, die unklare Signale aussendet, ja, wo ihr nicht wisst, woran seid ihr denn jetzt eigentlich, was will der jetzt eigentlich von euch. Ist wirklich manchmal ein schwieriger Aspekt. Und man muss in dieser Zeit auch so ein bisschen auch an seinen eigenen Gedanken ein bisschen zweifeln, ne? Weil man eben auch manchmal nicht so gut unterscheiden kann, was die Realität ist und was man sich nur einbildet. Und jetzt rein vom Aspekt her kann es eben fürs Liebesleben auch bedeuten, dass man zum Beispiel, ohne es zu wollen, in einer Dreiecksbeziehung landet, ja? Und zwar besonders jetzt auch, wo wir dieses Halbquadrat zu Uranus haben, was eben auch bedeutet, dass zum Beispiel Internetbekanntschaften sehr also täuschungsgefährlich sind, ja, dass man also wirklich sich da vielleicht auf was einlässt, was jetzt gar nichts bringt oder wo man ganz in die Irre geleitet wird. Also passt da ein bisschen auf euch auf, wenn ihr da jemanden kennenlernt, auf jeden Fall die 90-Tage-Regel einhalten, also 3 Monate abwarten, dann könnt ihr die Sache erst ernst nehmen. Und das ist sowieso auch gut mit Quadrat zu Neptun, ne, wenn man sich auch mehr Zeit nimmt, eine Situation zu durchschauen, ne? Und dieser Aspekt, der ist sehr, sehr langsam, bewegt er sich da, ne? Geht auch so ein bisschen hin und her. Und da sind jetzt nicht nur also da sind jetzt viele Zwillinge von betroffen. Aber wie gesagt, diesen Monat die Geburtstagskinder vom 1. bis 4. Juni. Also ich hoffe, ihr kommt damit einigermaßen klar. Aber das Gute ist, dass die Konstellationen ansonsten aber auch noch eine Menge Spaß für euch bereithalten. Aber die langfristigen sind eben so ein bisschen schwierig. Dann habt ihr zum Beispiel noch den Saturn, den habt ihr ja im Partnerhaus, im Schützen. Und da steht jetzt auch die Lilith daneben. Also das erfasst jetzt die Geburtstagskinder, die zwischen dem 13. und 21. Juni Geburtstag haben, diese Einflüsse. Tja,
Lilith kann einerseits andeuten, dass ihr vielleicht jemanden kennenlernt, der oder die sehr, sehr spannend ist, sehr schräg und sehr faszinierend. Aber Saturn gleich daneben kann das auch wieder blockieren, ne? Oder Saturn kann auch ein Partner sein, der unwirsch ist oder der keine Zeit für euch hat. Haben wir ja schon lange oft und viel drüber gesprochen. Also das ist manchmal so ein bisschen, naja, nicht so einfach, ja. Und jetzt seid ihr vielleicht auch sogar geneigt, mit dieser Konstellation mit Lilith dabei, euch da auch in einem Streit zu engagieren. Oder der Partner ist halt sehr kompromisslos und lässt sich nicht auf Gespräche ein. Also da würde ich sagen, Ball flach halten und wirklich, wenn ihr mit dem Partner gerade nicht so gut könnt, kümmert euch um eure eigene Lebensfreude, weil dafür habt ihr ganz gute Sterne. Also schaut, dass ihr Sachen macht, Hobbys nachgeht. Dinge tut, die euch persönlich Freude machen. Genau, und das Trigon zu Jupiter hier im fünften Haus, das können jetzt noch bis zum 10. Oktober die letzten Tage der Zwillinge noch mitnehmen, ne, bevor er dann eben hier bei euch ins sechste Haus geht. Und das wären die Geburtstagskinder zwischen dem 19. und 21. Juni. Und jetzt kommen wir zu den aktuellen Konstellationen des Monats. Und was super schön ist, gleich zu Anfang des Monats habt ihr Sonne, Merkur und auch noch den Jupiter im fünften Haus der Lebensfreude, das heißt viel Party, viele Einladungen und dabei noch ein nettes Überraschungsmoment, also vielleicht überraschende Impulse oder vielleicht findet ihr plötzlich neue Freunde. Also das wird euch auf jeden Fall gefallen. Dann haben wir ja Mars und Venus in der Jungfrau in eurem vierten Haus. Das bedeutet schöpferische Kräfte in den eigenen vier Wänden entwickeln. Aber mit Mars bringt das auch eine gewisse Gereiztheit mit. Ne? Also Vorsicht vor Familienkonflikten. Und die Liebe und Flirtkraft dieser beiden Planeten wirkt natürlich auch trotzdem für euch, nur eben nicht ganz so unbeschwert, weil dauernd was dazwischen kommt. Und die steigert sich dann auch immer weiter bis zum Donnerstag, den 5. Da haben wir dann den Vollmond. Und die beiden stehen dann in genauer Konjunktion. Und das ist der Höhepunkt der heißen Flirtphase. Ne? Und je nachdem, was ihr auch vielleicht noch für andere Planeten habt und wie das zu euren anderen Planeten steht, ist das natürlich auch eine Flirtphase, die ihr auch mitnehmen könnt. Ja, danach kommt dann eben diese Ernüchterungsphase, so ab dem 6. Da haben wir dann ein paar blöde Aspekte. Da laufen die beiden ins Quadrat zu Saturn. Also es kann ein enttäuschter Partner sein. Vielleicht fallen verletzende Worte. Ne? Da müsst ihr besonders aufpassen, wenn es da vielleicht eine Auseinandersetzung gibt, dass ihr nicht zu bissig werdet. Denn ihr seid ja eben als Zwillinge nie um ein Wort verlegen. Und die Zwillinge können dann wirklich auch ganz schön hart reden. Und damit vielleicht auch was kaputt machen. Also da würde ich einfach den Ball flach halten, egal, auch wenn ihr im Recht seid oder so. Zum Glück ist aber diese Phase ja auch nicht sehr lang. Und deswegen geht auch wieder vorbei. Also da würde ich jetzt nichts entscheiden, was endgültig ist. Genau, am 10. während dieser Phase geht ja dann der Jupiter in den Skorpion und dann heißt es, finde den verborgenen Schatz und der verbirgt sich bei euch irgendwo im Bereich von Gesundheit und Alltag und Arbeit. Habe ich ja schon erwähnt im Erlebnishintergrund. Und wie gesagt, dazu empfehle ich auch nochmal mein Video-Special Finde den verborgenen Schatz. So, und wenn ihr in dieser Phase ein bisschen genervt seid, die Rettung naht ab dem 14. Und das ist dann auch ein Top-Tag für euch. Da geht nämlich die Venus ins Zeichen Waage und damit dann wieder in euer Haus der Lebensfreude in einen superschönen Aspekt zu eurer Sonne. Das heißt, die Stimmung steigt wieder und auch eure Lust am Flirt. Gleichzeitig haben wir dann den Merkur, das für euch sehr wichtig in der Opposition zu Uranus. Das bringt gewagte Ideen, es macht auch nervös und es bringt vielleicht auch gewagte Flirts. Auf jeden Fall sind das Energien, die ganz auf eurer Linie liegen und für euch deshalb den Spaßfaktor erhöhen. Deswegen ist das auch ein Top-Tag für euch an diesem Samstag. Ne? Dann haben wir am 17. Oktober den Eintritt von Merkur in den Skorpion. Das bringt also ein tiefschürfendes Denken. Und der geht dann hier auch in Verbindung zu Jupiter. Und dann habt ihr am 19. Oktober einen Top-Tag, wenn nämlich der Neumond in der Waage steht. Das ist für euch eine sehr schöne Konstellation, weil im Haus der Lebensfreude. Also erwartet das Unerwartete, was eure kreativen Ideen angeht, auch wenn es um die Schatzsuche mit Jupiter beginnt. Und für euch kann es eben auch ein überraschender Flirt sein, eine plötzliche Affäre, die da auf einmal anfängt. Und
Die mögliche Neumond-Meditation kann sich natürlich auch um den Jupiter drehen. Der beginnt ja nun eben jetzt seinen Transit. Wie wollt ihr den nutzen? Wie könnt ihr euer Arbeitsumfeld und eure Fitness mit mehr Spaß neu gestalten? Ne? Also nochmal, guckt euch dazu auch mal das Special an. Finde den verborgenen Schatz. Ja, dann haben wir am 22. Moment, habe ich da auch einen Top-Tag? Ja, genau. Ist auch ein Top-Tag für euch, weil dann nämlich auch noch der Mars ins fünfte Haus geht. Das ist eine sehr sexy Konstellation und übrigens auch sportlich. Ne? Wer von euch gerne Sport treibt, sich gerne bewegt, hat da super schöne Chancen. Und da geht es ja mit Mars in der Waage, habe ich in der kosmischen Schwingung erklärt, geht es darum, wer setzt sich durch? Wie geht das mit dem Geben und Nehmen? Und ihr könnt da auch gern die Führung übernehmen, solange euer Partner Spaß dabei hat. Und dafür werdet ihr mit diesem Aspekt bestimmt sorgen. Aber gerade auch in der Erotik gilt natürlich, dass man mit Mars nicht nur sein eigenes Vergnügen im Sinn haben sollte. Also, ne, Geben und Nehmen sollte ausgewogen sein. Gerade an diesem Tag ist die Konstellation besonders schön, weil der Mond hier in eurem Partnerhaus steht und für viel Spaß und Inspiration sorgt. Deswegen Sonntag, der 22., ein Top-Tag für euch. Am 23. geht dann morgens die Sonne in den Skorpion und trifft sich dort am 26. mit dem Jupiter. Das heißt, es sind noch mehr gute Impulse für den Bereich Arbeit und Gesundheit. Der wird ja sehr wichtig für euch dann jetzt. Dann haben wir vom 26. bis 28. diese kritische Venusphase, wo man einfach in Beziehungsfragen nicht gleich radikale Entscheidungen treffen sollte. Und für euch könnte es zum Beispiel um einen Konflikt gehen, weil der feste Partner eifersüchtig ist. Also da müsst ihr darauf achten, dass ihr nicht mit den Gefühlen anderer spielt. Im November gibt es jedoch ein Happy End. Dann habe ich noch einen Top-Tag für euch am Sonntag, den 29. gefunden. Da herrscht viel kuschelige Energie mit Venus und Mars in eurem fünften Haus hier. Und wenn ihr jemanden kennengelernt habt, dann landet ihr womöglich schneller als gedacht mit dem oder derjenigen im Bett. Am 31. Oktober feiern wir ja Halloween bzw. Samhain. Das ist das spirituelle Fest, was dahinter steckt. Und die Konstellationen passen auch diesmal sehr, sehr gut dazu. Das habe ich in der kosmischen Schwingung vom Oktober ausführlich erklärt. Da habe ich die Sterne zu Halloween gedeutet. Mit Venus und Mars in der Waage hier im Partybereich eures Horoskops seid ihr bestimmt in Feierlaune. Aber gebt euch nicht zu sehr die Kante, denn das könnte unangenehme Konsequenzen haben. Wenn ihr da ein bisschen auf eure Grenzen achtet, könnt ihr aber eine sehr schöne, heiße Halloween-Nacht erleben. Das waren eure Sterne im Oktober. Wenn ihr mehr über eure ganz persönlichen Konstellationen wissen wollt, dann berate ich euch gerne. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage www.antonialangsdorf.com und die ist auch verlinkt hinter dem kleinen i hier im Bild. Wenn ihr eine gezielte Frage zu eurem Horoskop stellen und etwas über Astrologie lernen wollt, dann ist mein Webinar Antonias Sterne genau das Richtige für euch. Da haben wir in der Gruppe immer einen ganz tollen astrologischen Austausch. Und der nächste Termin ist am Freitag, den 6. Oktober um 17 Uhr. Bei der Verlosung könnt ihr wieder 15 Minuten persönliche Beratung bei mir gewinnen. Und wer gewonnen hat, das gebe ich in der kosmischen Schwingung vom November bekannt. Und so nehmt ihr teil. Ihr postet mir bitte hier auf YouTube einen netten Kommentar, wie euch meine Horoskope gefallen oder ob ihr eine Anregung für mich habt. Und abonniert einfach meinen Kanal, hier klicken. Zum Eintritt von Jupiter in den Skorpion schaut euch auch das Special Finde den verborgenen Schatz an. Und, falls ihr es noch nicht gesehen habt, auch das Video Folge deinem Herzen über den Mondknoten im Löwen. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.